Hey Leute, ich bin Stefan vom Kanal BW Online Shop und heute möchte ich euch gerne wieder ein kleines Produkt von uns vorstellen. Heute dreht sich nämlich alles um den Berghaus Rucksack MMPS Crusader 3. Bleibt dran! Der Crusader 3 hat sich nicht nur bei den europäischen Streitkräften bewährt, sondern bekommt immer mehr an Beliebtheit im Camping-, Outdoor- und Bushcraft-Bereich. Der Rucksack ist sehr geräumig und aus robustem Nylon-Material, das langlebig, reißfest und vor allem wasserabweisend ist. Des Weiteren kann man beim Crusader 3 durch das gut durchdachte MMPS-System kann man die Seitentaschen links und rechts auswechseln. Man kann die Seitentaschen abmachen und sie als Rucksack verwenden. So, jetzt geht's zum Praxistest. Jetzt zeige ich euch, was das Teil alles kann. So. Dann legen wir los mit dem guten Stück. Ich würde sagen, fangen wir gleich hier auf der Rückseite an. Der Crusader 3 hat auf der Rückseite ein Molle-Schlaufensystem. Das hat er auch hier oben noch am Deckel. Das ist halt einfach gut, um Tarnmaterial oder noch zusätzliche Ausrüstung, wie zum Beispiel eine Isomatte, einen Schlafsack oder einen Campingstuhl anzubringen. Dann sind wir auch schon beim Deckel. Beim Deckel haben wir hier zwei Schnellverschlüsse. Somit kommen wir auch gleich in das Hauptfach, das 90 Liter Volumen beträgt. Dann könnt ihr sehen, der Rucksack ist hier an drei Gurten befestigt. Ihr könnt die Gurte komplett abmachen. Ihr könnt sie aber auch nur erweitern. Seht ihr? Dann hat er des Weiteren hier ein kleines Fach für Wertsachen, Schlüssel, Geldbeutel oder so. Auf der Rückseite hat er noch ein Fach. Wie gesagt, ich nehme solche Fächer einfach gern für die Wertsachen her. In geliefertem Zustand sind hier zwei Kompressionsriemen enthalten. Des Weiteren sind hier die Schultergurte für den Daypack-Rucksack drinne, den ihr euch aus den Seitentaschen zusammenstellen könnt. Außerdem ist hier noch ein Fach drin. Wie gesagt, da könnt ihr reintun, was für euch wichtig ist. An den Deckel seht ihr hier das Molle-Schlafensystem. Das ist einmal hier vorne und einmal in der Mitte oben. Was ich an dem Rucksack tatsächlich auch noch richtig genial finde, das ist wirklich der Trageriemen. Viele werden jetzt bestimmt denken, ja gut, einen Trageriemen hat jeder Rucksack, aber dieser Rucksack hat ihn beidseitig. Das habe ich noch von keinem Rucksack gesehen. Und das ist halt einfach wirklich genial, wenn man wirklich schwer beladen ist und man muss das Teil irgendwie ziehen, schleifen ja, oder einfach tragen. Viele kennen es, wenn man den Rucksack einfach wirklich überbelädt. Und da ist sowas wirklich viel wert. Außerdem befindet sich an der Rückseite noch das Bodenfach. Könnt ihr hier aufziehen, doppelseitiger Reißverschluss. Hier unten ist dann das Bodenfach drin, da habe ich jetzt meinen Schlafsack reingestopft. Hier ist mit einem Seilzug, könnt ihr das aufmachen, somit kommt ihr auch direkt ins Hauptfach rein. Hier sind dann noch zwei Kompressionsriemen. Jetzt machen wir das erstmal wieder zu. Die sind hier dran. Wie gesagt, Schlafsack, Isomatte, was ihr einfach dran befestigen möchtet, sind hier dran. Des Weiteren sind unten noch zwei Schlaufen, da könnt ihr auch noch Gepäck dran befestigen. Also ihr seht, mit diesem Rucksack, da geht schon was. Dann kommen wir zu den Seitentaschen. Die Seitentaschen haben hier links und rechts einen Reißverschluss. Da könnt ihr die abnehmen. Hier könnt ihr noch zwei Kompressionsriemen sehen mit Schnellverschluss. Nehmen wir den auf der linken Seite auch gleich ab. Seht ihr, links habt ihr das auch. Jetzt wären wir auch schon wieder bei der nächsten genialen Sache. Jetzt werden wir uns nämlich aus diesen beiden Seitentaschen einen Daypack-Rucksack basteln. Dazu nehmt ihr einfach die Reißverschlüsse, zieht sie zusammen. Ihr könnt, wenn ihr das möchtet, zieht ihr hier hinten noch zu, dann könnt ihr euch so eine Tragetasche machen. Das ist auch genial, wenn man die Kompressionsriemen hier verstellt. Also das ist auch wirklich sehr praktisch. Da sind sie schon verstellt. Dann könnt ihr das so zusammennehmen. Ihr könnt es auch zusammenklipsen, das wäre wahrscheinlich einfacher. Das machen wir jetzt schnell. So, brauchen wir den noch. Und dann seht ihr, dann habt ihr so eine Tragetasche. Dann machen wir die Tasche wieder auf. Dann werden wir uns hier jetzt einen Daypack-Rucksack machen. Dabei dreht ihr ihn um, nehmt die mitgelieferten Schultergurte und dann fädelt ihr das einfach hier durch. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt es hier durchfädeln, hier, hier, hier. Je nach Schulterbreite könnt ihr euch das selbst einstellen.
so. Das macht ihr links und rechts logischerweise. So, und dann habt ihr hier so einen richtig schönen kleinen Deadpack-Rucksack, wo ihr zusätzlich noch Material auch befestigen könnt wegen den Kompressionsriemen hinten. Den könnt ihr hier noch richtig schön zuziehen. Und dann hält der wirklich bombenfest. Wenn wir schon mal bei den Seitentaschen sind, bleiben wir auch kurz bei den Seitentaschen. Ihr könnt nicht nur hier noch Seitentaschen dran befestigen, sondern natürlich könnt ihr auch an den Crusader 3 noch Seitentaschen befestigen, zusätzlich. Das wären einmal hier die Molle-Pads und das Utility Pocket. Alle von der MMPS-Reihe. Das heißt, ihr könnt die auch bedenkenlos einfach an den Crusader. Ihr könnt die austauschen mit diesen Pockets und könnt stattdessen dann die dran machen. So. Das funktioniert, wie gesagt, ganz einfach wie mit dem Pockets 2. Auch den Reißverschluss ansetzen. So, seht ihr? Und das gleiche funktioniert auch mit dem Utility Pocket. Das könnt ihr auch dran befestigen. Das hat die Schultergurte schon dran. Die könnt ihr abmachen, ihr könnt sie aber auch einfach ranlassen. Das stört nicht wirklich beim Anbringen. So, den Reißverschluss zu. Und schon habt ihr das Teil dran. Das Utility Pocket, das ist halt das Gute. Das ist halt wirklich gleich schon ein Rucksack. Dann möchte ich mit euch noch mal kurz in das Hauptfach gehen. In dem Hauptfach ist ein wasserdichtes Fach hier. Das ist gedacht für ein Hydropack oder für ein Trinksystem. Hier sind noch zwei Schlaufen für die Schläuche. Ihr könnt diese Schlaufen aber, wenn ihr kein Trinksystem benutzt, könnt ihr die super benutzen, dass ihr euren Schlüssel einfach dranhängt. Weil der Klettverschluss ist wirklich reißfest. Und wie oft passiert es, dass man einen Schlüssel verliert, ne? Einfach den Schlüsselbund durch und dann zumachen. So, ihr seht, mit dem Crusader 3 kann man einiges anfangen. Des Weiteren hat er hier noch gepolsterte Schultergurte. Ihr habt hier einen Brustgurt, verstellbar durch die Molle-Schlaufen. Ihr könnt ihn aber auch ganz abnehmen. Ihr habt hier gepolsterte Hüftgurte mit einem Schnellverschluss. Ihr seht, das geht wirklich richtig fix. Zumachen. Mit einer Hand ist das offen. Vergessen dürfen wir hier natürlich nicht das bewährte Cyclops 3 Tragesystem. Dieser Rucksack hat einen richtig gut gepolsterten Rücken. Im Inneren ist ein integriertes Metallgestell. Das heißt, dieser Rucksack hat wirklich einen exzellenten Tragekomfort. Zu guter Letzt möchte ich euch noch das Glassichtfach zeigen, das hier am Rücken ist, unter den Trageriemen. Hier ist es halt einfach perfekt wirklich für einen Ausweis. Das ist, wenn man einen Ausweis mit sich hat, kann man den hier drin total gut verstauen. Man kann ihn gleich hier zeigen, wenn es ist. Man braucht einfach nur den Rucksack runternehmen, umdrehen und dann hat man da einen schönen Durchblick. Den Rucksack gibt es in verschiedenen Größen bei uns im Shop. Einmal in der Größe 2, in der Größe 3 und in der Größe 4. Schaut am besten bei uns im Shop rein. Da könnt ihr das dann nach euch anpassen, wie ihr das wollt. Das ist je nach Körpergröße. Der Rucksack hat hier ein Gesamtvolumen von 110 Liter. Das heißt, die Taschen links und rechts haben jeweils 20 Liter. Also pro Tasche 10 Liter. Das Hauptvolumen hat 90 Liter. Der Rucksack hat ein Gesamtgewicht von ca. 2950 Gramm. Das Material ist aus Amadura 1000D Nylon. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.